So, da geht's auch weiter bei God of War Teil 2. Und wir gehen jetzt über diese Brücke hier, die zwar ja kaputt ist, friedlich aussieht, als würde hier nichts passieren, aber ich glaube, dass da irgendwie da was auf uns zukommt. Aber ich weiß nicht mehr was. Eine Zwischensequenz. Zurück! Zurück, Krieger! Hier gibt es kein Durchkommen! Niemals schaffst du es hinüber! Du glaubst, du könntest, doch du irrst! Hörst du mich? Nur meine Flügel schaffen es hinüber! Es ist mein Test! Weißt du denn nicht, wer ich bin? Kennst du denn nicht Ikarus? Es ist mir bestimmt, hinüberzukommen! Sonst keinem! Das ist mein Test! Die Mäuren werden mich empfangen, nicht dich! Du wirst sterben, weißer Krieger! Du wirst sterben! Ich werde die Mäuren aufsuchen. Und deine Flügel werden mir dabei helfen. Die Mäuren werden dich, einen gefallenen Gott, niemals zu sich lassen! Ja, der Olli Ikarus. Der uns direkt mal gekillt hat, weil mein Controller nicht funktioniert. Vielleicht war es auch so gewollt. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Aber den machen wir halt mal kurz fertig. Okay, ich kann auch noch boxen mit Dreieck und Viereck. Und jetzt wieder mit dem Analogstick. Das mit Dreieck. Okay, dann macht der Kopfnuss. Ja, der ist schon ein bisschen bekloppt, der Ikarus. Der ist wohl zu nah an die Sonne geflogen. Ja. Okay, und tschüss. Okay, es geht immer noch weiter. Das erinnert auch so ein bisschen an Herr der Ringe, oder? Der Kampf gegen den Balrog im zweiten Teil. Also am Anfang vom zweiten. Beziehungsweise aus dem ersten, aber man sieht im zweiten halt, wie der Kampf wirklich... Egal. Nein. Verdammt. Okay, aber man hat nicht direkt verkackt. Das ist sehr gut. Hoffe ich mal, dass es so ist. Jetzt gib endlich auf und gib mir deine blöden Flügel, Mann. Du kannst sowieso nichts mehr damit anfangen. Ja. Aua. So, und jetzt her mit den Flügeln. Komm schon. Von der Unterwelt verschluckt. Der arme Ikarus. Naja, selber schuld. Aber wir haben jetzt die Ikarus-Flügel erhalten. Der Göttinnen ist weit über uns, Kratos. Du musst zurück an die Oberfläche. Ja, und hier haben wir den Titanen Atlas, der die Welt auf sich stützt, sozusagen. Er hält die Welt hoch. Und stöhnt komisch. Und da haben wir jetzt die Flügel. Seht ihr das? Juhu. Ja, mit denen können wir gleiten, ist ja klar. Und ja, der Titan Atlas, der ist hier unten und muss die Welt halten, wegen Kratos, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und zwar erfährt man das im PSP-Spiel God of War Chains of Olympus. Und da hinten ist ein Speicherpunkt. Geht's denn da auch weiter? Oh nein, brennende Harpien. Unterwelt-Harpien sozusagen. Oh, kommt her. Tot. Ne, hier geht es anscheinend nicht weiter, oder? Das ist nur der Speicherpunkt und eine Energiekiste, die ich aber nicht brauche. Ja, wie gesagt, an die Stelle kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Jetzt, wo ich diese Ketten mit diesen Spitzen da sehe, dann nur doch ein bisschen, aber... Ich habe fast alles vergessen von diesem Spiel. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Denn wir wollen ja auch irgendwo wieder hier raus. Wir wollen ja zum Tempel der Mäuren. Ja, und ich habe erfahren,
dass ja, dieses hässliche Vieh, von dem ich den Kopf habe, diesen Versteinerungskopf, keine der Mäuren war. Da habe ich mich wohl vertan, aber egal. Danke demjenigen, der mich darauf hingewiesen hat. Okay. Gut, was ich jetzt machen muss, ist wohl ziemlich offensichtlich. Ich muss von einer zu anderen Dings schweben. Und aufpassen, dass mich diese scheiß brennenden Harpien nicht erwischen. Oder ich nicht durch meine eigene Blödheit hier runterfalle. So, ich stirb. Alles klar, muss ich jetzt nach da unten schweben oder nach rechts? Nach rechts, okay. Kamera war gerade etwas ungünstig positioniert. Und das sieht irgendwie eklig aus. Wie so ein Geschwülst. Egal. Wir schweben mal dahin. Au! Okay. Irgendwann kann er also nicht mehr schweben. So, guten Tag. Ich will gar nicht wissen, wo ich jetzt gerade drin bin. Da haben sich aber allerdings schon viele rein verirrt, so wie es aussieht. Auch hier unsere Lieblingsgegner. Diese tollen Schnellen, die mir auf den Sack gehen. Obwohl, diese im Boden Versinkviecher, die sind schlimmer. Oh, ja. So, tot. Ich könnte auch mal wieder den Speer einsetzen, was ich jetzt, glaube ich, auch mal mache. Der ist nämlich cool, der Speer. Aber wie gesagt, die Klingen sind immer noch meine All-Time-Favorites. Die setze ich am liebsten ein. Ja, der Speer hat halt noch nicht so viel Kraft, als dass er die Gegner schnell töten könnte. Im Gegensatz zu den Klingen, die ja ordentlich reinhauen schon. Weil die ja schon auf Stufe 4 sind. Auch wenn ich damit nichts treffe. Und jetzt hört auf, endlich hier so blöd rum zu explodieren. So, war's das? So wie es aussieht, ja. Und ich gucke gleich mal, ob ich was verbessern kann. So, okay. Hier geht's anscheinend durch. Das sieht auch so ein bisschen aus wie aus Star Wars The Force Unleashed. Da muss man auch in das Innere eines Sarlaks vordringen. Okay, ja, ich kann den Kopf verbessern. Okay, Gorgonenblick verbessern. Gorgonenblitz, Gorgonenblitzluft. 8000 bis zum nächsten, ja. Aber wir gucken erstmal, was der... Ach, die können wir auch verbessern. Ach, das sollten wir mal tun, weil die haben wir nämlich... Die Keule haben wir nämlich schon länger als den Speer. Deswegen verbessern wir das mal zuerst. Und lass mich durch. Okay. Verschieben wir da gerade ernsthaft einen Knochen? Ah ja. Kann man den auch irgendwo für nutzen? Ist hier vielleicht noch... Haha, da ist nämlich noch was. Ich wusste es doch. Da kann man bestimmt noch hoch mit dem Ding. Yeah. Perfekt. Okay. Was haben wir hier für? Eine Phönixfeder. Das ist sehr gut. Also ich habe mal bei meinen Trophäen letztens nachgeguckt. Die Phönixfedern habe ich tatsächlich alle gefunden beim ersten Durchgang. Nur die Gorgonenaugen nicht. Und ich glaube, ich habe jetzt auch schon wieder was verpasst. Aber naja. Okay, da oben geht es anscheinend weiter. Weswegen ich den Knochen wieder brauche. Okay, und die Musik ist mal wieder unglaublich genial. Und durch, ja, perfekt. Okay, und jetzt? Jetzt komme ich hier nicht vorbei. Ja. War auch ziemlich doof, was ich gerade gemacht habe. Ich sollte vielleicht zuerst reingehen und das Teil dann mit zu mir reinziehen. Dann geht das vielleicht. So. Komm mit, Knochen. Ja, genau so sollte das auch sein. Alles klar. Okay, ah, das ist wieder so ein Steinhaufen Minotaurus. Komm, jetzt erschrecke ich mich nicht mehr. Buh, du lebst, ich weiß. Komm, beweg dich. Ich weiß, dass du lebst. Geht doch. Aber nicht mehr lange. Hau ab. Okay.
Na, daneben. Ich glaube, wir müssen gleich noch so eine ganze Schwebepartour machen über Lava oder so. Ich weiß auch gar nicht, wo befinden wir uns überhaupt hier drin. Sag mir nicht, wir sind gerade in Atlas, aber ich glaube eher nicht, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wow. Okay, war's das? Oh, Lava. Lava, Lava, Lava. Lass mich hier raus. Dieser dumme Penner. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich konnte mich nicht bewegen wegen dem Spaten. Okay, ich muss da wahrscheinlich an die Wand springen direkt, ne? Ey, ätzend. Hat er mich da festgenagelt. Ätzendes Drecksvieh. Komm her. Oh, genau mit diesem Dreckschlag, wo man sich nicht bewegen kann, wenn man einmal getroffen wurde. Mann, der hält aber auch immer so viel aus, das ist so ätzend. Ja, ich muss direkt daran springen. Wenn sich Kratos bewegen würde. Du Arsch. Du Arsch, du Verdammter. Wo muss ich denn hin? Oder muss ich sie zurückwerfen? Aber das kann ich ja nicht. Ich kann ja auch nicht... Ich kann nicht mehr schlagen oder so. Leute, ich weiß gerade echt nicht, was ich hier machen muss. Ich kann... Ah, okay. Okay, das bleibt also nur für eine kurze Zeit da. Das heißt, ich muss den also so schnell wie es geht besiegen. Wenn er mal aufhören würde mit seinen komischen Verrenkungen hier. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie wirklich. Nicht, dass die noch so viel aushalten. Nein, die haben nur so kackte Attacken drauf. Geht doch. So, nu. Okay, muss ich das Teil wahrscheinlich verschieben, um da hinten hinzukommen. Würde ich jetzt mal so tippen. Reicht das? Kann ich so hoch springen? Wir werden es herausfinden. Ja, kann ich. Okay. Da will ich nichts gesagt haben. So, und weiter geht's im schleimigen Inneren eines komischen Viehs. Aber wir machen erstmal wieder Kisten auf. Juhu. Und noch eine Phönixfeder. Jetzt schmeißen die aber um sich mit Phönixfedern. Und Orbs. Sehr gut. Okay, also ich habe gemerkt, sobald man hier reinfällt, ist man tot. Und das da hinten sieht sehr schön aus. Okay. Aber bevor wir weitergehen, würde ich erstmal sagen, ich schneide hier. Gucken uns noch kurz die Sequenz an. Gut, was ich sagen wollte. Ich schneide hier und wir sehen uns dann im nächsten Teil von God of War 2 wieder. Bis dann. Ciao.